Du bist hier in einem Land, wo keine Gesetze gibt. Weißt du, was das heißt? Wir können dich hier 20 Jahre sperren oder dich begraben. Niemand weiß von dir was. Ist das? Dann hat er mir gesagt, ich soll sagen, ich sei von Al-Qaida. Dann darf ich mich in Skopje nicht mehr aufhalten. Dann würden sie mich im Flugzeug absetzen und nach Deutschland abschieben. Ich habe abgelehnt. Er hat immer wieder versucht, mich davon zu überzeugen. Ich habe ihm gesagt, er kann mich abschieben, ohne dass ich sage, ich sei von Al-Qaida. Ich bin nicht von Al-Qaida. Ich mir ganz kurz so in dem Kopf, weil man könnte in diesem Moment nicht denken oder sich vorstellen, weil es war man ein bisschen so sprachlos, so schockiert. Plötzlich wurde ich so reingebracht und dann Schläge von allen Seiten und der Hand hier nach oben gedreht und dann hat man mit scharfen Gegenständen die Kleider vom Leib runtergerissen. Ich war richtig schockiert. Und als die mir die Augen frei gemacht haben, habe ich gesehen, dass die Männer dort alle in schwarz gekleidet waren, schwarze Handschuhe, schwarze Masken und kein Wort haben die gesagt. Irgendwie ist mir ein bisschen so in den Kopf gekommen, die Bilder von Guantanamo. Und ganz besonders, nachdem die mir die Hände nach hinten und dann der Sack über den Kopf und das Ganze, ich wurde schwer gedemütigt und erniedrigt. Über Einzelheiten möchte ich nicht sprechen. Es belastet mich sehr. The rendition program run by the Central Intelligence Agency has been the single most effective counterterrorism program the United States has ever run. I think it would be viewed that way across the Western world had it not been for the last step in the rendition process, which is where these people are taken for incarceration. Had we been smart enough early on to take this, to take these people to the United States and treat them under whatever legal obligations we have, both in this country and to the international community, I think the rendition program would be viewed as it should be, as a huge success. Libanese, auch alles in Schwarz, vernommen mit so südlibanesischer Akzent. Und in den Raum standen auch 6 oder 7 vermummte Männer, auch alles in Schwarz. Und er hat mich angeschrien und gesagt, du bist hier in einem Land, wo keine Gesetze gibt. Weißt du, was das heißt? Wir können dich hier 20 Jahre sperren oder dich begraben. Niemand weiß von dir was. International law allows a state to detain enemy combatants for the duration of hostilities. The U.S. does not seek to hold anyone for a period beyond what is necessary to evaluate the intelligence or other evidence against them, prevent further acts of terrorism, or hold them for legal proceedings. Und dann hat er versucht, der Gefängnisleiter mit mir so ein bisschen freundlich zu sprechen. Und dann hat er mir gesagt, ja, warum ich den Hungerstreik mache. Ich habe ihm erzählt,
Er darf zwischen vier wählen. Entweder lässt er mich sofort frei, oder ich hungere mich zum Tode, oder er stellt mich vor amerikanische Gericht, oder dass ich mit einem von der deutschen Behörde sprechen kann. Dann hat er gesagt, darüber kann ich mich nicht entscheiden. Ich würde es dann nach Washington weiterleiten. Er war auch wütend. Verlassene Ort im Wald, so zwischen Gebirge, und es war dunkel in der Nacht. Und in diesem Moment habe ich gedacht, genau das, was ich befürchtet habe. Ich habe gedacht, jetzt wollen die mich laufen lassen, ein paar Schritte, und jetzt erschießen sie mich von hinten in diesem verlassenen Ort. Ich habe ihnen erzählt, was mit mir passiert ist. Ich habe ihnen auch Bilder im Internet von Guantanamo gezeigt. Mein Leben hat sich in jedem Hinsicht geändert. Ich bin wirklich nicht mehr die Person, was früher war. Ich werde weiterkämpfen an diesem Fall, bis wirklich entweder klaren Sieg oder ich sterbe dafür. Für Moral, für Prinzip und für Werte. Das darf nicht so weitergehen.